Wir biegen ab. Jetzt geht's hier runter. Zunächst mal Richtung Hatzenbach-Geschlängel. Und wir sehen schon die ersten Fahnen, die ersten Zelte, die ersten Aufbauten. Richtig, richtig cool, das Ganze, was ihr da wieder hier aufgebaut habt. Was ihr, die Fans, was ihr da für uns macht, das ist grandios. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin gestern schon mit meinem Teamkollegen aus der VLN, mit dem Benny Leuchter, mal eine Runde gefahren. Er mit dem Roller, ich mit meiner Honda DAX sind wir schön hier außen entlang gefahren und es war grandios. Hier war unser erster Stopp im Hatzenbach-Geschlängel. Nochmal vielen, vielen Dank für das alkoholfreie Bier, was ich da bei den lieben Kollegen trinken durfte. Mega cool. Jetzt auch hier die Anfahrt in das wirkliche Hatzenbach-Geschlängel hier hinein. Und ihr seht schon geradeaus, eine absolute Party, die da im Gange ist. Wir haben zwar so ein paar kleine Regentropfen jetzt hier auf der Scheibe. Wir hoffen mal, dass sich das Wetter noch ein bisschen beruhigt. Dass es jetzt im Zweifel, wenn es denn regnet, dann darf es heute Abend noch regnen. Aber ab morgen erwarten wir dann bestes Wetter hier und mit Sonne im Herzen. Kann uns ja eh nichts passieren. Wir sind im Hochreichen. Sehr, sehr rutschig, wenn es denn dann nass ist. Ja, schön aufpassen. Hier den Schwung mit rausnehmen. Und die erste Partyzone lassen wir damit hinter uns. So, wir sind gerade durch die Kompression gefahren. Die Spannung steigt schon wieder, weil ich weiß, jetzt kommt der Adenauer Forst. Und auch hier ist immer Partystimmung. Geradeaus schon wieder herrlich. Die kleinen Vorgärten da selbst angelegt. Ja, ein Volk der Kleingärtner, auch hier zugegen, aber richtig, richtig liebevoll das Ganze gestaltet. Hier befindet sich auch der Stadtteil Rheinbach, sehe ich. Und wer noch ein Päckchen aufgeben möchte, kann das auch hier an der Postfiliale ebenfalls machen. Einen guten Smoker habe ich auch schon gesehen. Und was besonders cool ist, hier gibt es auch so ein kleines Spielzeugauto, wo man 2 Euro reinwerfen muss oder 1 Euro. Und dann kann man da mal eine Minute 30 sich hin und her schaukeln lassen. Gute Idee. Richtig cool. Auch die Anfahrt weiter Richtung Metzgesfeld. Hier weiß ich, dass hier Richtung Hauptposten auch immer die Mega-Party abgeht. Kann ich jedem nur empfehlen. Sehr gut zu erreichen über Adenau selbst, wenn man sich da einfach mal grob Richtung Schule orientiert, da kann man ein Auto wunderbar abparken und dann muss man eben mal so 10, 15 Minütchen durch den Wald spazieren und dann kommt man hier oben an dem lieben Adenauer Forst und hier im Bereich Metzgesfeld an. Metzgesfeld selbst auch traditionsgemäß riesen Aufbauten hier. Richtig cool. Wir sehen natürlich die ganzen Fahnen, wir sehen Bielstein, wir sehen gut hier, wir sehen Porsche, alles vertreten hier. Und dann am Ausgang von der Misshit Mees heißt es wieder anbremsen. Geradeaus sehe ich schon die Bitburger Buden, hervorragend. Ja, das ist ganz schön gemein, ne? Da denkt man schon mal an die Trinkflasche im Auto. Da zieht man dran und man stellt fest, schade, ist wieder nur das isotonische Zeugs drin. Durch Wehrseifen hindurch. Wenn du hier eine Panne hast, ab Kallenhardt, ist es eigentlich kein Problem mehr. Wenn du ein technisches Problem hast, dann einfach Kupplung treten, runterrollen lassen. Weil von hier aus ist es nicht mehr weit bis Breitscheid. Und da haben wir natürlich noch mal eine Möglichkeit, auch die Strecke gegebenenfalls mal zu verlassen. Die kleine Aral-Tankstelle ist gar nicht so weit weg. Und da ist ja auch reger Betrieb. Da sieht man, glaube ich, in der Nacht von Samstag auf Sonntag doch diverse Rennfahrer, die da mal nach einem 5-Liter-Kanister fragen. Kann man sich vielleicht noch ein Autogramm bei abholen. So, wir haben die kleine Erholungsphase, nämlich das Kesselchen, jetzt gerade hinter uns gelassen. Und jetzt geht es für uns hier Richtung Steilstrecke. Ab hier wieder Partyzentrale beim Captain Ahab geht's vorbei. Traditionsgemäß hier auch immer wieder viele Opel-Fans vertreten. Volle Kanne. Oh, und ich sehe sie wieder. Da oben war sie, die Telefonzelle. Sensationell. Ich glaube nicht, dass man da telefonieren kann. Ich glaube, die Jungs haben das als Dusche umfunktioniert. Ja, denn Körperpflege sollte man natürlich nicht vernachlässigen. Wir sind im Karussell und auch hier konnten wir gestern noch mal anhalten, haben hier auch noch mal ein bisschen Atmosphäre aufgesaugt. Mega Fans. Ich glaube, hier sind auch ein paar Jungs von der Insel vertreten, ein paar
englische Fans am Start und auch einer aus Schweden, habe ich auch gesehen. Da, also sehr international, auch nicht nur die Fahrerbesetzung eben, sondern auch fanseitig da draußen. Das freut uns sehr. Ja, ich hoffe, wir können eine gute Party mit euch feiern und dass wir auch auf der Strecke euch entsprechend da die Show bieten. Wer mich selbst da anfeuern möchte, ich will ja gar nicht zu viel Werbung machen, aber Startnummer 170 beim Big One, beim 24-Stunden-Rennen, da sitze ich mit ein paar netten Teamkollegen zusammen auf dem Hyundai i30N TCR. Drückt mir ganz fest die Daumen, dass wir die Klasse gewinnen. Und mit ein bisschen Glück ist vielleicht sogar Top 30 drin. Hohe 8, auch hier. Richtig gute Party, auch sehr liebevoll angelegt, da mit den Blumenkästen am Gerüst, am Tresen, hervorragend. Ja? Und jetzt gleich kommen wir zu meinen Kollegen, AMG, auch sehr stark vertreten hier oben, ja, gute Fankurve. Und wir kommen jetzt zum Wippermann. Radio Wippermann, sensationell, Jungs. Schöne Grüße an dieser Stelle. Gestern, der Empfang war sehr, sehr herzlich. Ich schau mal, ob wir es sehen. Hier die zweite Bude, der zweite Aufbau. Richtig, richtig gut gemacht, das Ganze. Ich habe gedacht, das Radio ist an. Das sind gar nicht wir. Das kommt von draußen. Jungs! Hey! Prima, die Mannfilterabteilung, die ist auch schon schwer auf Stimmung. Alles gut bei euch? Viel Spaß! Sehr geil. Das war auch ziemlich witzig, als ich da oben auf dem Aufbau gesessen haben. Die haben dann eine sehr, sehr schöne Couch-Garnitur. Haben sie sehr günstig geschossen für Selbstabholer. Ich habe in der Ritze auch noch ein bisschen Kleingeld gefunden. Also ich weiß nicht so richtig, wo sie es abgeholt haben. Ich will es aber auch nicht wissen. Wir kommen zum Eschbach-Brünnchen. Ja, und im Brünnchen, was soll ich sagen? Natürlich, Brünnchen ist die Mega-Party-Hochburg. Sehr gut zu erreichen von der Bundesstraße aus. Und natürlich ist hier die Musik immer am lautesten. Schöne Deko, auch mit der Lichterkette da produziert. Ja, und wenn du irgendwie mit dem Auto ausfällst, dann ist es nicht schlimm, wenn es hier im Brünnchen passiert. Weil ich glaube, um den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren, hast du hier gute, gute Möglichkeiten. Brünnchen 2. Auch hier natürlich die Floskel, ja, das ist aber einfach wahr. Ja, das, wenn du hier durchfährst, da sehe ich schon wieder das Lagerfeuer da oben. Du fährst hier durch und spätestens hier hast du natürlich den Geruch in der Nase von dem leckeren Steak und von der Ringwurst. Und das ist natürlich schade, weil ich bin immer hungrig und hier bin ich natürlich noch ein bisschen hungriger. Wir kommen zum Pflanzgarten. Auch hier ganz cool. Hier stand nämlich immer ein Schild McDrive. Schau mal, dürfen wir das sagen eigentlich? Ja? Also hier konnte man immer abbiegen zum McDrive. Ist noch nicht ganz aufgebaut. Ja, aber an der Stelle muss ich sagen, Burger King macht auch gute Burger. Damit haben wir es gerettet, glaube ich, die Situation. Kleiner Sprung. Auch hier. Gute Aufbauten. Doppelrechts. Hier willst du immer gut aussehen. Der kleine Tipp für uns Rennfahrer, versucht mal hier ausgangsrechts zu bleiben, dann geht die Linkskurve anschließend Vollgas. Ja, dann kann man schön Schwung aufbauen hier für den großen Sprung. Neue Kamera installiert, gibt bestimmt geile Bilder und wenn man leicht den Körper rührt, kann man hier unten in der Senke noch mal eben schnell den Telemark setzen. Und der Stefan Bellof S, meine Lieblingskurve, auch hier durchzufahren, macht richtig Spaß, ist aber echt schwierig, wenn dann bei Halbzeit hier das große Feuerwerk gezündet wird. Dann sitzt du schon mal im Auto und guckst den Raketen nach. Und dann ist es gar nicht so einfach, hier den Bremspunkt noch zu treffen für den Streckenabschnitt Schwalbenschwanz. Mega Party! Sehr gut.
Ich mach mal ein Fenster auf, oder? Okay, das war mehr so Rockmusik. Manchmal gibt es sogar gute Hausmusik. Leider ist aber auch der Schlager vertreten. Gran Turismo hat hier nochmal was aufgebaut. Auf der anderen Seite Schere, Hotspots auch hier. Und der Punkt ist natürlich wirklich gute Aussichtsplattform hier vom Galgenkopf zu erreichen. So, das war's jetzt. Antonius Buche, Tiergarten. Die Runde ist so gut wie komplett. Und ich sage vielen, vielen Dank.